Hallo liebe Leute und weiter geht's mit Goemon Shinsenai Shumei und wir besuchen die erste Stadt in zukünftigen Japan, wo Goemon sich mittlerweile durchschlagen muss. Der mittlerweile neue Goemon, könnte man so sagen. Ja, und wir können hier sogar Häuser besuchen, was man natürlich auch bei alten Gunbari Goemon Teilen auch noch könnte. Und wir können so irgendwie shoppen, yay, Futter kaufen. Her damit, meine Lieblingsbeschäftigung in Videospielen. Okay. Gucken wir mal, was sie hier überhaupt anbietet. Okay, das ist der Ausgang. So viel weiß ich schon mal. Okay. Jetzt ist die Frage, was davon... Okay, das werden wir wahrscheinlich Leben bringen. Versuchen wir es mal hiermit. Achso, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich das mit X abbrechen und mit Kreis bestätigen in diesem Spiel ist. Daran muss ich mich echt erstmal gewöhnen, weil sonst bin ich immer gewohnt bei PlayStation X ist Bestätigung und Kreis ist Abbrechen. In diesem Spiel haben wir es anders gemacht. Konami, seid verflucht dafür. So, jetzt aber. Ja, achso, wer es haben soll? Goemon. Okay, jetzt bekommt er das, glaube ich, ausgerüstet. Wie auch immer, geht nicht. Gut. Versuchen wir mal das Kleine. Goemon. Nein, es klappt nicht. Okay, dann ist das für was anderes gut. Ebisu? Klappt auch nicht. Ach, Mensch. Okay, dann kann ich dir nichts Gutes tun, dann... Ja, raus hier. Weg hier. ist ja gut. So. Ja, man sieht sich. Okay. Sind wir auf jeden Fall aus dem Laden raus. Und wir können sogar die Leute hier ansprechen. Hier sogar auch schon ziemlich schick gekleidet sind hier. Da wir können hier sogar auch auf Objekte gehen und hier sogar Häuser hochklettern. Ich muss da hoch, Leute. Okay, ich frage mich gerade, ob man da überhaupt hoch kann. So auf jeden Fall noch nicht. Nee, okay, weißt du irgendeinen Rat? Okay, wird sowieso... mit Dreieck mache ich auf jeden Fall auch so eine Art Grapple Beam à la Samus Aran. Auf jeden Fall kann ich damit Sachen greifen und mich schwingen, aber... so spricht man die Person an. Sie sagt leider etwas, was ich nicht verstehe. Das ist der Nachteil bei diesen Goemon-Spielen. Wenn sie komplett auf Japanisch sind, man versteht kein Wort und wenn die irgendwelche nützlichen Hinweise haben, steht man wirklich mit leeren Händen da. Aber bei Goemon braucht man nicht unbedingt viele Japanischkenntnisse, um sie durchzuspielen. Also bei Gunbari Goemon 2 habe ich es ja geschafft, bei Gunbari Goemon 3 bin ich allerdings gescheitert. Das war ja auch Action-Adventure-reicher. Also mehr Action-Adventure als Jump'n'Run. Ein privates Haus, okay. Wenigstens steht da was für ein Haus ich besuche. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch alle haben. Ein Boot? Kann ich damit auch fahren vielleicht zufällig? Na komm, Goemon, wenn wir schon hier in der Zukunft sind, dann sollten wir auch hier mal alles ausprobieren. Und hier wäre sogar ein Hotel. Ich glaube, da sollte ich mal reingehen. Würde zumindest nicht schaden, wenn wir hier uns ein bisschen auffrischen. Mal schauen, wie teuer hier eine Nacht ist. 222 Rios habe ich. Hier können wir speichern? Okay, ein bisschen Japanisch kann ich schon. Ich glaube, das hier ist schlafen. Okay. Na, jetzt kann ich mir sogar aussuchen, was für eine Suite ich haben will. Ich nehme mal die Mittelklasse. Schauen wir mal, wie gut die ist. Müsste eigentlich reichen, um uns jetzt voll aufgefischt haben. Ja, schade, dass wir das Zimmer nicht sehen, wie man es bei alten Goemon-Teilen sieht. Ja, speichern kann ich auch mal. Kann nicht schaden, wenn ich zwischendrin meinen Speicher anlege. Okay, irgendwas mit Memory Card. Wahrscheinlich hat er... Okay, er hat gespeichert. Sehr schön. Wahrscheinlich stand da, dass ich irgendwie eine Memory Card drin haben soll. Naja, ich bin momentan ja wirklich dabei, irgendwie ein bisschen Japanisch zu lernen. Zumindest die Hiragana und Katakana Zeichen irgendwie zu entziffern zu können. Damit ich wenigstens weiß, was überhaupt so steht. Speziell bei Videospielen ist das gut, wo die sehr viele englische Begriffe benutzen.
dass man da wenigstens etwas besser versteht. Wie hier beispielsweise Safe, das konnte ich jetzt dadurch verstehen, durch die Zeichen. Hat schon was Gutes, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allem wenn man wirklich, hier, genau, da ist dieser Greifer. Gut, so, und jetzt kann ich mich irgendwie schwingen, genau so war das. Whee, Looping, Goemon hat es einfach drauf. So, jetzt kann ich vielleicht da drüben an die Truhe kommen. Wunderbar. Und jetzt fallen lassen. Hui! Ach, ich liebe das. Okay. So, was haben wir jetzt drin? Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, ich habe ein Röhren-Upgrade, also ein Rohr-Upgrade bekommen. Na, klasse. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Hätte ich eigentlich da lassen können. Ich glaube, ich hatte sogar schon ein goldenes Rohr, von daher. Hier ist wieder ein privates Haus. Was gibt's hier? Oder wer wohnt hier? Ein alter Mann. Oh Gott. Der hat uns bestimmt nichts Brauchbares zu sagen. Also immer wenn was andersfarbig ist, ist es wichtig. Aber wenn man nichts versteht, ist es natürlich schlecht. Ach gut. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir hier soweit nichts mehr großartig verloren. Ist er denn? Na gut, die privaten Häuser kann ich sowieso knicken. Ist er denn? In irgendeinem Haus ist jemand drin, der vielleicht irgendwie etwas geben könnte. Ich verschwende hier ein ganzes Video nur für diese ganze Stadt hier. Ist ja unglaublich. So viele Häuser, wie die hier in dieser Stadt haben. Und wie viel Zeit das raubt. Okay, aber hier gibt es wenigstens noch einen Kaffee. Goemon trinkt jetzt Kaffee. Okay. Wie auch immer. Okay, die haben ja auf jeden Fall Futter. Das heißt, ich könnte mir jetzt den Magen vollschlagen, aber da ich schon im Hotel war. Nein! Oh, okay, das war jetzt der falsche Knopf. Ich sag ja, ich muss mich dran gewöhnen, wirklich mit X abzubrechen und mit Kreis zu bestätigen. Verdammt, das ist echt eine Umgewöhnung. So, weg hier. Bevor ich noch mehr Geld ausgebe. Unnötig. Es ist ja echt schon schlimm, wenn man hier das Geld ausgeben kann, obwohl man schon volle Heilung, volle Lebensenergie hat. Okay, ich gehe mal nach unten. Wunderbar, das geht sogar. Indem man halt nach... okay, mit dir wollte ich nicht sprechen. Indem man halt nach unten drückt und dann halt die Sprungtaste. In diesem Fall X. Ah, nee, das riskiere ich nicht. Ich weiß nicht, ob Goemon schwimmen kann. Wahrscheinlich nicht. Das hat er wahrscheinlich hier in der Zukunft auch noch nicht gelernt. Warum auch immer. Ich meine, wozu braucht Goemon einen Schwimmkurs, wenn er sowieso laufen kann? Oder wie meinen die das hier? Okay, ist eine Polizeistation. Wozu brauchen die hier eine Polizei in Edo? Ich meine, Verbrechen gibt es hier eigentlich, also weniger, glaube ich. Zumindest hat Goemon die Verbrecher immer aufgehalten. Wahrscheinlich nicht mehr. Okay, hier gibt's ein Buch. Wie viel Geld wollen die dafür? Oder kann man da einfach nur reingucken, um... Hier kann man Leute suchen? Okay. Hier kann man wahrscheinlich irgendwelche Verbrecher suchen. Und wenn man die findet, kriegt man bestimmt eine Belohnung oder sowas. Okay. Mal kommt 700 Trios dafür, wenn man den findet. Ah, super. Dazu muss man erstmal wissen, wo sich diese Person befindet überhaupt. Die hier sind ja alle unbekannt. Da ist ja gar nichts bekannt. Es gibt noch nicht mal einen Preis bekannt. Naja. Ich glaube, was das noch auf sich hat, da werde ich vielleicht später irgendwie was herausfinden oder so. Ach, mal gucken, ob ich das noch alleine herausfinde, ohne Walkthrough oder derartiges. Na gut. Ich glaube, wir haben genug von dieser Stadt gesehen, also können wir auch hier schon wieder rausgehen. Na, wobei, hier gibt es noch ein privates Haus. Vielleicht finden wir irgendwo ja noch einen Charakter, der uns bald begleiten kann. Ach Gott. Ja, super. Keiner von den Dorfbewohnern würde uns was geben. Zumindest nicht geschenkt. Schade. Obwohl, ich könnte mal ja die Zeit noch kurz nutzen. Um irgendwie... so wechselt man Charaktere mit Select. So könnte ich jetzt, verdammt. Auf Ibisu wechseln. Die auch schon ziemlich cool ist. Mit einem Hammer. Und irgendwie, wenn ihr mal genau hinhört, hat die Stimme fast wie bei Kirby, oder meint ihr nicht? Hat zumindest was. Na, egal. Na, okay, das reicht. Ja, das ist auf jeden Fall Ibisu und die hat natürlich auch ihre eigenen Fähigkeiten. Also jeder Charakter hat natürlich wieder seine eigenen Fähigkeiten und die muss ich dann natürlich alle erst kennenlernen. Der Start ist natürlich Pause. Ja, sonst gibt es hier nichts Brauchbares mehr, was man jetzt irgendwie... Nö. Ich könnte höchstens noch Charakter wechseln. Mit L und R kann ich halt die Waffen wechseln. Habe ich auch schon demonstriert. Na gut. Dann war es das mit der Stadt und... Ja. Dann können wir schon zum nächsten Level aufbrechen. Uiuiui.
Okay, das ist allerdings nicht übersetzt worden. Zumindest steht es nicht in englischen Zeichen, aber wie es auch genannt wird, in arabischen Zeichen, die wir ja benutzen. Na, obwohl, nee, es war arabische Zeichen, ne? Na gut, der Zeichensatz, den wir benutzen, benutzen die ja leider nicht so immer. Egal. Ich würde sagen, das nächste Level sehen wir uns im nächsten Video an. Ich glaube, es wird so, dass ich für jedes Video ein Level brauche. Aber gut. Liebe Leute, ich verabschiede mich in diesem Video und beim nächsten Mal betreten wir das nächste Level. Mal schauen, was uns dort erwarten wird. Bis dahin, auf Wiedersehen.